Komm. Erforderliches Energieniveau erreicht. Ha. Herstellung des Moduls jetzt möglich. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wieso das klappt. Fahrzeug fertiggestellt. Aber den werden wir sofort produzieren. So, wo haben wir denn jetzt? Modulkonstruktion finalisiert. Gut. Der Hochleistungspuls. Damit haben wir alles, was wir benötigen. Uns bleibt nur wenig Zeit, um die Komponenten zu einem EMP zusammenzufügen. Ja, du und deine wenige Zeit. Ich brauche aber erstmal... Die beiden laufen. Die hier nicht. Jetzt hier wird... Ein Containerschiff wird eingeladen. Bauen wir aber noch eins. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Oh, ich hoffe, das da vorne klappt noch. Ja. Hat zum Glück funktioniert. Die lassen wir auch mal da oben. Die scheinen nämlich alle von seinem Schiff zu kommen. Okay, wir brauchen jetzt doch noch eine Akademie. Können aber die hier mal abreißen. Ich glaube, das zweite. 500 weg. Ja. Fahrzeug fertiggestellt. Und auch hier hinten. Brennelemente, Fabriken brauchen wir nicht. Da können wir dann mal Moment, da schwere Waffen. Was bauen wir eigentlich ab? Kohle. In der Überproduktion? Nicht wirklich. Also eine Kohle- und Eisenmine. Na, da. So, Eisenmine. Nicht scharfe Radbagger. Kohlemine. So, Eisen. Dann könnten wir doch eigentlich auch noch... Ja. Zweite Eisenmine. Und dann sollten wir... damit nämlich mit zwei Eisenfabriken das hier auf 100% kriegen können. So. Produktionsstillstand. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Und hier oben möchte ich doch definitiv ein paar Flaks noch dazu setzen. Die kommen alle hier oben lang. Brauchen wir etwas mehr Energie und... Und Munition. So, jetzt, wie sah das mit den Handelsrouten aus? Läuft, läuft, läuft. 5 brauchen wir gar nicht mehr. Denn Brennelemente? Nö. Gibt keinen Grund mehr, das nach unten zu schleppen.
Somit können wir... Dich bringen wir mal hier hinten hin. Wieso habe ich noch ein Handelsschiff? Ah. Na gut, dann brauchen wir das Ding erstmal nicht. Können aber hier auf unseren Trimaran mal etwas Munition reinpacken. Werkzeuge und Bauelemente ebenso. Jetzt werden wir die ganze Zeit mal Ausschau halten nach irgendwelchen nervigen kleinen Drohnen. Hier eine Flak, da eine. Bauen wir erstmal die zwei. Und hier unten basteln wir uns jetzt mal eine Akademie dazwischen. Gut, definitiv genug Baumaterialien. Ja, wo bauen wir die hin? Hier nimmt es mir zu viel Platz weg. Brauchen da auch eigentlich gar nicht so viele. Hier einfach die Akademie hin. Ich hoffe, das reicht. Haben wir. Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Entschuldigung. Gut, hier unten fehlt also definitiv auch noch eine Flak. Und weil wir es hier haben, kommt auch noch kurz ein Reparaturdock dazwischen. So, unsere beiden Heldenboote. So. Und jetzt könnten wir eigentlich, ja, das Ding erforschen. Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Einheitenerforschung generiert Lizenzen. Ha. Ich werde mich mal im Endlosspiel damit sehr lange auseinandersetzen. Und es läuft auf 178%. Das ist ja mal wieder mehr als ausreichend. Wird das Ding jetzt eigentlich nebenbei auch repariert? Ja. Gut, das war mir sehr wichtig. Technologie fertiggestellt. Soweit also die Theorie. Ich finde, ein Praxistest wäre angemessen. Schließlich müssen wir uns im Ernstfall auf diese Technologie verlassen können. Okay, wir haben also jetzt hier EMP-Kanone. Achtung, Produktionsstillstand.
Okay, die Versorgungslage ist hier mal wieder sehr gut erfüllt. Ich werde diese Siedlung einfach nochmal ein bisschen erweitern. Falsches Gebäude. Hier. Ich weiß, es überschneidet sich, aber so wirklich stören tut es mich im Moment auch nicht. Ich will hier gerade nur Steuerzahler generieren. Auch wenn ich weiß, dass da die Tags nicht gerade die beste, nicht die erste Wahl ist. Sind. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, wir sollten ja noch einiges an Baumaterialien zur Verfügung haben. Hatten. Frage ist jetzt, auf was packen wir das drauf? Was haben wir denn so an Kampfschiffen? Hier haben wir eine Viper. Die beiden übrig lassen. Ich glaube, zwei Kolossi würde ich gerne dazu bauen. Das sollte reichen. Dann packen wir da die EMP drauf und es dürfen dann die